Dieses Video beschäftigt sich ebenfalls mit Layout-Anpassung. Dazu habe ich jetzt mal bei Rechnungen Lieferscheine einfach mal eine Rechnung vorbereitet und wir schauen uns das mal an. Ich habe jetzt mal hier, mache ich größer, so einen pinkfarbenen Balken herin, okay, und manche Leute wollen den verschieben. Okay, das können sie natürlich tun, manche finden es nicht. Dazu klicken Sie auf Fragezeichen, Reporte Ausdrucke, A4 Rechnungen, Lieferscheine. Und jetzt rollen Sie nach unten. So, wir rollen hier mal ein bisschen nach unten. Und Sie sehen es jetzt hier schon, weil ich habe mir schon etwas hervorgehoben, wo wir den wiederfinden. Hier im Gruppenfuß 23, also zwischen Gruppenfuß 23 und 24 hier. Wenn ich das jetzt mal weiter nach unten ziehe und hier einen Doppelklick auf den Balken mache, sehe ich hier diesen oder unseren pinkfarbenen Balken. Den können wir an dieser Stelle natürlich stylen, dass wir sagen, du bist jetzt pink, gelb, grün, blau, was weiß ich was. Oder wir können natürlich auch die Position dieses Balkens verschieben, indem wir den Balken anklicken und dann einfach mit den Pfeiltasten nach links oder mit den Pfeiltasten nach rechts den Balken an unsere gewünschte Position verschieben. Der zweite Teil dieses Videos ist folgender. Manche hätten gern hinter jedem Betrag ein Währungszeichen stehen, sprich ein Eurozeichen stehen. Wie machen wir das? Standardmäßig ist es ja so, dass hier unten, ganz unten, ich mache das Fenster jetzt einfach mal ein bisschen größer, ich weiß nicht, sehen Sie das jetzt? Probieren wir es einfach mal. Das ganz unten am Seitenfuß hier steht, alle Preise sind in und dann wird die Währung, die Sie im System haben, hinterlegt. Also hier wird deklariert, dass alles, was an Zahlen aufgeführt ist, ja, 9, also Euro zum Beispiel ist. Insofern es sich natürlich nicht um einen Mehrwertsteuersatz handelt. Wenn Sie jetzt aber wollen, dass Sie überall das Eurozeichen dahinter schreiben und diesen Satz nicht haben wollen, dann müssen Sie sehr mühsam in jedes Zahlenfeld gehen. Also hier gibt es keine Funktion, die das dann macht. Dann müssen Sie hier in jedes Zahlenfeld gehen. Da mit, wo haben wir es denn? Da haben wir Mehrwertsteuer, da haben wir Stück, da haben wir einen Rabatt. So, da haben wir einen Nettopreis, da haben wir einen Gesamtpreis. Dann müssten Sie rein theoretisch hier in jedes Feld gehen. Und jetzt wird es hier ein bisschen tricky. Diese Felder, müssen wir uns einfach mal schauen, die müssen vom Typ Character sein, also das heißt eine Zeichenfolge sein. Und dann könnten wir in der Karteikarte sagen General, dass wir sagen hier Plus, Gänsefüßchen und dann machen wir unser Eurozeichen, Alt E und so. Ja? So, das kopieren wir uns jetzt einfach mal, damit Sie das sehen. So. Und dann müssten wir natürlich hier auch im Gesamtpreis das gleiche machen, dass wir sagen hier Plus Eurozeichen. Wahrscheinlich müssen wir hier sogar noch ein Leerzeichen dazwischen machen, weil sonst ist es so dran gepappt. Machen es hier auch einfach mal. So, das heißt hier Gänsefüßchen, Leerzeichen, Eurozeichen, Gänsefüßchen. Das kopiere ich immer, markieren und Steuerung C und sage okay. Wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Ich speichere das Ganze. Nun gehe ich auf Rechnungen, Lieferscheine und Angebote. Sage hier Vorschau. Nein. Warum? Gute Frage. Nächste Frage, schauen wir nochmal. Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke. Liegen die Felder vielleicht übereinander? Ja, okay. Hier sind überlagende Felder, das heißt für den Brutto, also für Bruttoverkauf und für Nettobasis. Wenn Sie Rechnungen oder Verkäufe auf Nettobasis machen, dann muss hier was anders ausgedruckt werden. Das heißt, wir haben jetzt die obere Schicht, dann klicken wir die untere Schicht an, Doppelklick und sagen hier eben auch plus unser Eurozeichen. Dann müssen wir natürlich uns die Positionen dieses Objekts merken, der ist auf links 17,13. Dann klicke ich das darüberliegende Objekt an und verschiebe das mit der Maustaste, mit den Pfeiltasten, bis ich hier auch auf 17,13 bin. So. Und das Objekt schiebe ich jetzt hier auch auf die Seite, weil darunter liegt auch noch eins. Und da müssen wir dann hier auch unseren Eurozeichen hinzufügen. Ich stelle mich hier ans Ende der Zeile und füge mein Plus-Eurozeichen ein. So. Okay. Merke ich mir hier auch die Position, das heißt 15,05. Dann schiebe ich das hier wieder zurück auf die Position 15,05. So. Und
und dann speichern wir das Ganze. Ich sage hier Rechnungen, Lieferscheine, Angebote und sage mal wieder Vorschau. Und Sie sehen, nun haben wir ein Eurozeichen da. Bedeutet jetzt aber auch im Klartext, dass Sie für alle Felder, die in dem im Ausdruck vorkommen können, die einen numerischen Wert beinhalten, die Modifikation genau auf diesen Wege vornehmen müssen. Und es gibt in Wavi Profi 3 in den Report hier verschiedene Konstellationen, dass er einfach sagt, okay, es gibt verschiedene Bedingungen, die halt ausgedrückt werden, der normale Preis, der Bruttopreis, der Nettopreis, eventuell hinterlegte Rabatte und so weiter und so fort. Das müssen Sie natürlich dann dementsprechend alles abändern. Und, aber wenn Sie das so haben wollen, können Sie das natürlich jederzeit gerne machen, da der Report ja flexibel und variabel ist und Sie ihn auf Ihre Bedürfnisse und Ansprüche jederzeit gestalten können.